Hello and welcome here again. Willkommen hier im Jetzt. Und jetzt wollte ich mich mal kurz ganz allgemein vorstellen. I wanted to introduce myself to you, also in Englisch und in Deutsch, weil es ist ja eigentlich auch wirklich kein Ding, die englische Sprache zu verbessern. It's also really not a thing to improve your ability to speak in German. Alles ist eine Frage der Praxis. Everything is a matter of the practice. Und das ist eigentlich wirklich der große Punkt von kein Ding. That is really the big point of kein Ding. Natürlich fängt es an mit dem Bewusstwerden. Und das ist wirklich dieses Lernen, wodurch man erkennen kann, was eigentlich die wirkliche Natur des Lebens ist, die wirkliche Natur der Dinge. It really all starts with the learning, the becoming aware of really what is really the real nature of life, the real nature of things. Zum Beispiel Liebe, und das ja wirklich eine Kraft ist. Aber was ist das wirklich? Love, for example, which really is a power, but what is that really? Wir alle suchen danach ja außerhalb von uns, aber eigentlich ist das ja eine Kraft in uns selbst. Das ist genauso mit Frieden oder Freiheit. Wir sind das ja eigentlich. Wir sind ja eigentlich kein Ding. Wir sind ja diese Dinge, die ja eigentlich wirklich keine Dinge sind. It's just like that with freedom or peace. I mean, we ourselves actually are those things which really aren't things to be found in the world outside of us. Das kann man eigentlich nicht außerhalb von uns finden. Und das wirklich zu erkennen, ist wirklich der Punkt von kein Ding. To really recognize that, that's really the point of kein Ding. Zu erkennen, ich bin kein Ding. To recognize, I am not a thing. I am love. I am freedom. I am peace. I am truth. I am wisdom. I am change. I am experience. Dann kann man wirklich erkennen, dass ich bin Erfahrung, ich bin Weisheit, ich bin Frieden oder ich bin frei, ich bin Veränderung. Ich bin kein Ding. I am not a thing. Das Leben eigentlich ist kein Ding. Life actually is not a thing. We just make a thing out of it. Wir machen nur ein Ding da draus. Das wird da so eine Art Produkt. Will become somewhat of a product, which we look for. Etwas, wonach wir suchen. Wir selber werden da so zu einem Art Ding. We ourselves have become this kind of product. We produce and we consume. Wir produzieren und konsumieren. Und wir suchen danach Liebe außerhalb von uns. Oder Liebe wird da zum Art Produkt auch, dass wir wonach wir suchen. You know, love. Somewhat also becomes a product, something which we look outside of us. Genauso, just like we look for happiness outside of us, the pursuit of happiness. Wir suchen auch nach Freude außerhalb von uns, aber eigentlich ist das ja kein Ding. Actually, it's not a thing. It is eine Einstellung, it is an attitude to be developed. Eine Einstellung, die man entwickeln kann. Liebe sozusagen, könnte man auch so sehen, ist eine Einstellung. You could also look at it this way, that love is an attitude.